Hey Leute, Andi hier. War gerade draußen ein bisschen mit der Drohne unterwegs und ich habe da so einen netten Platz gefunden. Ich habe da natürlich ein bisschen recherchiert. Und zwar kann man sagen, ich stehe auf Gräbern. Die ganzen Felder, was da rundherum sind. Da wurden Gräber gefunden von Erwachsenen und Kindern. Und eigentlich ganz interessant gewesen, weil die ziemlich weit zurück datiert sind und gar nicht so tief begraben wurden. Ich glaube auf einen halben Meter Tiefe oder so. Sorry, ich bin da ordentlich am Schwitzen. Heute ist richtig schwül und ich werde die ganze Zeit von Bremsen bearbeitet. Die folgt mir schon seit der Straße vorne und den ganzen Weg darüber, wo ich gegangen bin. Oh, die ist extrem nervig. Da vorne sieht man auch noch alte Bahnhaltestelle, die aufgegeben wurde. Und da weiter rechts, das sieht man jetzt nicht durchs Maisfeld, da ist das Schloss Auhof. Da wurden früher auch Feste und so weiter gemacht, also Veranstaltungen. Ich glaube, das ist mittlerweile alles zurückgenommen worden und ja, das ist alles im Privatbesitz eben. Aber ich fand den Ort trotzdem ganz interessant und ich werde einfach einmal die EVP-Session probieren, auch wenn wir es gerade am Tag haben, aber so lässt sich rausfinden, ob da was los ist oder nicht. Ja, ich werde mal meinen EVP-Rekord auspacken und dann mal kurz EVP-Session probieren da. Also würde ich sagen, bis gleich. So. Sorry, dass ein bisschen länger gedauert hat mit dem Video, aber ich habe mir dank Klimaanlage Erkältung zugezogen. Ich bin immer noch nicht ganz fit. Macht sich meistens am Abend dann richtig bemerkbar, wenn der Husten gar nicht mehr aufhören will. Ja, egal, probieren wir es mal. Ich habe wieder meinen DR60 dabei und testen wir mal aus, ob irgendjemand anwesend ist. Ich stehe lieber auf. Heli hechelt mir da die ganze Zeit rein. Heli, sitz. Ab. Bleib. Geh mal ein bisschen nach vorne da. Da ist auch so ein kleines Bächlein. Das sieht man aber leider nicht mehr. Ist alles zugewachsen. Da drüben ist die Bundesstraße. Heute zum Glück nicht so viel Verkehr. Deswegen auch relativ ruhig. Bäume geben auch noch ein bisschen Schutz. So, dann starten wir mal eine Session. Falls hier irgendeine Seele anwesend ist, mein Name ist Andi. Komm her als Freund, komm mit Liebe und Respekt zu euch. Ich würde gerne wissen, ob hier irgendjemand anwesend ist. Ihr könnt über das Gerät in meiner rechten Hand sprechen. Hören wir es mal ab. Jetzt nichts gehören. Okay, ich mache noch eine Aufnahme. Ich weiß nicht, wie das Licht am besten ist.
Das Problem ist, es ist so bewölkt. Könntet ihr vielleicht versuchen, noch einmal ein bisschen lauter zu sprechen? Nicht viel drauf. Könntet ihr vielleicht versuchen, noch einmal ein bisschen lauter zu sprechen? Wow, war dafür relativ deutlich. Okay, machen wir noch eine Aufnahme. Ist es richtig, dass hier überall Gräber sind auf den ganzen Feldern? Könnt ihr das bestätigen? Lautes. Hier wurden vor zig Jahren Gräber gefunden von Kindern und Erwachsenen, Jugendlichen. Sind vielleicht hier noch welche anwesend, die hier begraben wurden, die keine Ruhe gefunden haben? Nur 2 Sekunden Aufnahme. Hier wurden vor 10 Jahren Gräber gefunden von Kindern und Erwachsenen, Jugendlichen. Sind vielleicht hier noch welche anwesend, die hier begraben wurden und keine Ruhe gefunden haben? Oh, die Viecher, die Drittel. Also, hier ist definitiv noch irgendwas. Sonst würde ich keine Antworten auf meine Fragen bekommen. Ich habe damals Sternenaufnahme gemacht und von der Teilmondfinsternis und habe dort EVP probiert mit dem TR-60. Nicht eine Aufnahme, also nichts drauf gewesen. Komplett leer. Ich habe sicher jetzt mal 20, 30 Sekunden gewartet. Nichts. Also das war wirklich Totenstille. Da war absolut nichts, wo ich war. Also in dem Sinn denke ich dann doch, dass hier ein bisschen Aktivität ist. Vielleicht nicht viel, aber auf jeden Fall wert, einmal eine Sitzung zu machen in der Nacht. Dann schauen wir mal weiter. Ja, dann gehen wir wieder nach vorne. So, hier vorne. Bin jetzt in der Zughaltestelle. Und da drüben,
Das ist das Schloss Aarhof. Das ist die Zughaltestelle, oder zumindest das, was noch davon übrig ist. Wie üblich, Vandalismus, Müll überall, wo man hinschaut. Sieht, ich schwitze wie ein Schwein. Probieren wir da noch Aufnahme. Ist hier irgendjemand anwesend? In der alten Zugstation? Ganz hinten war ich, ganz hinten am Eck da. Wie man sieht, da ist nicht wirklich was. Da drüben ist noch eine Straße. Das ist die Bundesstraße da, die verläuft so schräg rüber. Sonst nur Felder, also kleine Güterstraßen. So Leute, ja, war so ein kleiner Rundgang, mal ein bisschen austesten, wird definitiv einmal nachts her schauen und auch noch zum KZ schauen. Da unten da im Wald, wo ich letztens die creepy Aufnahme gehabt habe. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut da rein, Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen, hilft mir weiter. Danke euch, also bis zum nächsten Video, ciao.